Genau, und damit jetzt auch nochmal hier herzlich willkommen zu My Time at Portia. Ich sag mal ganz vorsichtig, wahrscheinlich Staffel 1. Es ist ja doch ein ziemliches Endlos-Projekt. Und mal gucken. Ich werde spielen, solange ich Spaß dran habe. Und ja, will nicht ausschließen, dass wir das in mehreren Staffeln aufziehen. Müssen wir mal gucken. Mir sind großen Gedanken noch nicht gemacht. Vielleicht spielen wir es jetzt auch einfach sehr, sehr lange. Mal gucken. Ja, My Time at Portia geht so ein bisschen in die Richtung, würde man sagen, ganz grob Stardew Valley vielleicht. Aber es ist nun so ganz, ganz grob so von der Idee. Hallo Razer, schönen guten Abend. Genau. Allerdings auch, ist auch niedlich, man kann Beziehungen eingehen und so weiter. Ihr werdet das alles sehen. Hat hier allerdings keinen Bauernhof, sondern eine Werkstatt, wo man Dinge baut. Ich selbst habe das Spiel auch schon mal gespielt, so um die 10 Stunden, was eigentlich so gut wie gar nichts ist. Also ich habe, glaube ich, so 2 Wochen in-game geschafft oder so. Weiter bin ich da auch nicht gekommen. Und ja, fange natürlich gleich neu an. Spielen in der finalen Version gab es jetzt auch schon länger nichts mehr. Es gab irgendwie mal so ein kostenloses DLC mit Badezeug. Mal gucken. Und ansonsten habe ich noch einen Reshade laufen, dass die Farben insgesamt noch mal ein bisschen kräftiger sind. Mal gucken, wie uns das dann so gefällt. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt hier mal an. So, da müssen wir erstmal einen Charakter erstellen. Wir machen mal einen männlichen Charakter. I think I'll go talk with the research center first. I think I'll go talk with the research center first. I think I'll go talk with the research center first. Ich glaube, wir machen erstmal. Ja, ich glaube, wir machen erstmal die Person. Und gucken dann mal, welche Stimme am besten dazu passt. Die braucht jetzt noch eine Frisur. Gucken, was da ganz gut aussieht. Sieht auch so ein bisschen richtig. Ah, ich kann ihn auch drehen. Sehr schön. Gucken, was da so ganz gut dazu passt. Okay, das sieht. Gibt auf jeden Fall eine große Auswahl. Weil ich nicht weiß, ob wir hier gleich schon durch sind. Ach, man kann sogar die Haarlänge noch anpassen. Eieiei. Okay, ich glaube, ich bin jetzt einmal durch. Irgendwie sowas Wuscheliges vielleicht. Oder sowas hier. Wir machen hier mal irgendwie sowas Wuscheliges. Wuschelig ist doch gar nicht schlecht. Gucken. Hallo Smo, schönen guten Tag. Und dann gucken wir mal, welche Haarlänge wir hier machen. Das sieht schon ziemlich freakig aus. So ist doch eigentlich ganz gut. Dann brauchen wir noch eine Haarfarbe. Grüne Haare. Ach, das ist ja cool. Ja, dann machen wir doch grün. Ja, so ein bisschen dunkles Grün. Das ist so einigermaßen dann auch zu meinem Logo passt. Hehe. Grüne Haare, das hat was. Wir können auch noch Haarsträhnen machen. Die können wir dann ja so ein leichtes, helles Gelb machen. Ja, warum nicht? Warum nicht? Das gefällt mir. So, die Haare haben wir. Dann brauchen wir das Gesicht. Oha. Okay, und auch interessant, dass hier die männlichen und die weiblichen ja, Gesichter, Frisuren und so weiter scheinbar hier auch immer mit drin haben. Und danke für den Host, Smo. Sieht jetzt zum Teil aber schon ziemlich weird aus. Ja, ich kann mich irgendwie nicht so ganz entscheiden. Ich glaube, ich lasse es dann doch bei dem Standardgesicht hier. Okay, wir brauchen eine Hautfarbe. So ein bisschen sonnengebräunt ist doch auch nicht schlecht. Ach, die kann man auch individuell machen. Könnte man jetzt hier so ein Oh mein Gott. Okay, das ist interessant, dass es geht, aber ich glaube, wir nehmen mal den hier. So, obere Gesichtshälfte, die Brauenposition. Ja, da möchte ich mich jetzt eigentlich auch nicht allzu sehr mit beschäftigen. Also hier kann man das Ganze noch sehr stark individualisieren. Das ist ja auch nicht schlecht. Die Augen vielleicht mal nicht ganz so riesig. Den Augenabstand, ja, das sieht sonst auch mal schnell spookig aus. Sonst die Augenfarbe. Vielleicht mal so ein bisschen dunkler halten. Das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Untere Gesichtshälfte. Die Nasenposition können wir jetzt hier noch ändern. Okay. Nasengröße. Vielleicht ein bisschen größer. Gar nicht ganz so groß. Dann den Mund.
Oh. Länge. So. Ja. Ah ja. Okay, Bart. So ein Bart können wir eigentlich auch nochmal spendieren. Oh Mann. Okay, das sind diese vier, die man zur Auswahl hat. Da gibt es ja immer so einen schönen Vollbart, aber vielleicht nicht ganz so. Ja, irgendwie überzeugt mich das nicht so. Der sieht irgendwie doch zu kindlich aus für diesen Bart. Meiner Meinung nach. Was haben wir hier noch? Ah, hier können wir noch bunt anmalen. Aber das muss, glaube ich, auch nicht sein. Okay, Partfarbe, Musterfarbe haben wir nicht. Und dann ist das auch jetzt unser Charakter. Passt, es braucht noch eine Stimme. I think I'll go talk with the research center first. I think I'll go talk with the research center first. I think I'll go talk with the research center first. Dann nehmen wir mal das erste. I think I'll go talk with the research center first. So, und der Name. Sind wir ganz kreativ. So. Dann haben wir unseren Charakter. Sehr schön. Und bestätigen. Wähle deinen Geburtstag. Pff, wann haben wir Geburtstag? Das ist eine gute Frage. Okay, es scheint 3 Monate zu geben. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Nee, 4 Monate. So im Sommer ist doch immer ganz nett. Dann machen wir hier mal den 23. Spätsommer. Schon fast Herbst. Okay. Bunte Lamas. Genau, die gibt's auch. Die können als Reittiere benutzt werden. Okay, interessant. Als ich zuletzt gespielt habe, war es ja auch noch im Early Access Status. Und da sind wir schon. We're coming up on Portia. Whoa, that looks beautiful. What are you gonna do there? Ruin diving? Something like that. We get someone like you once in a while. Always seeking that adventure. Good to be young. Well, good luck to you. Thanks. My time at Portia. Da voll Mutes sind wir hier. Yolum! Presley, how do you do? Ah, good to see you again. Hope you had a pleasant journey from Barnarok, right? That's quite far. Yeah. Anyway, I'm here to show you to your workshop, so if you would please follow me, it's pretty close. Ja, machen wir doch gerne. Like. I didn't get to know my pa too well. Ah, der ist von unserem Vater, den wir nicht gut gekannt haben, okay. No one's been working there since your pa left Portia so many years ago. He was a good friend. Yeah. Okay, Sprintenverbrauch, DP, was auch immer DP sind, springen, Autorennen und zum Bewegen. Wie heißt die? Und dann haben wir Health Points und SP. And here we are, your workshop. This place sure has seen some wear and tear. What do you think? Looks homey. Now then, here's a letter from your father. He asked me to present it to you when you've seen this house. Yolum, wenn du dies liest, bin ich schon am anderen Ende der Welt. Es tut mir leid, nicht für dich da sein zu können. Es kam alles so plötzlich. Ich hatte nicht viel Zeit, es dir zu erklären oder herauszufinden, wie ich für dich sorgen kann. Dann fiel mir diese Werkstatt ein. Sie macht nicht viel her, aber sie wird dich vor Wind und Wetter schützen. Ich lasse dir mein Werkstatthandbuch da, in dem ich notiert habe, wie ich die Werkstatt geführt habe. Der Rest liegt an dir. Gib dein Bestes und lebe ein wundervolles Leben. Du wirst immer mein ganzer Stolz sein. Dein Vater. Genau, ich werde sein Stolz sein, deswegen lässt er uns auch alleine. Wir haben ihn nie gekannt, scheinbar. Hier ist das Workshop-Handbuch deiner Paws. Take your time. Komm zu der Portia Commerce Guild tomorrow. It's located around Peach Plaza. Can't miss it.
Okay, machen wir. As much as I'd like to give you a builder license right away, you need to prove your worth through a couple of tests. Oha. Got it. Tomorrow. Anyway, I'll leave you be. Get some rest. Bye, Presley. Thanks for your help. Ding, ding, ding. Tag 2, Monat 1, Jahr 1. This house is so worn. I need to fix it, or I won't be getting a good night's sleep. Okay, Mission Start zur Handelsgilde gehen. Und wir haben hier auch noch Löcher, die zu schließen sind. Aber dazu benötigen wir Holz. Deshalb gehen wir erstmal wieder raus und gucken uns gleich mal die Werkstatt von außen an. Und das ist sie, unsere kleine Werkstatt von außen. Wir haben hier auch so einen kleinen Werkstatttisch und hier eine Montagestation, wo wir die Sachen dann zusammenbasteln. Das Ganze wird später noch wachsen. Wir sehen hier schon, das ist for sale zu verkaufen. Also später können wir hier auch noch einiges mehr an Grundstück dazu kaufen. Hallo Seuche, genau, kommt genau richtig zum Start. So, was haben wir hier? Keine Rohstoffe mehr. Das ist traurig, aber ein Brief von der Porsche Times. Hallo, neuer Abonnent. Dies ist die Porsche Times. Wir werden von der Stadtregierung und der lokalen Zweigstelle der Handelsgilde gesponsert, um dir kostenlos die aktuellsten Neuigkeiten unserer Stadt zu bieten. Wir erscheinen monatlich, du bekommst die neue Ausgabe also immer am ersten Tag des Monats. Toll, haben wir jetzt gerade knapp verpasst, die letzte Ausgabe. Wenn du irgendwelche Fragen oder Sorgen hast, zögere nicht, unser Büro an der Hauptstraße aufzusuchen. Porsche Times. Was war noch? Ein Brief vom Entwicklerteam. Ah ja, das ist jetzt natürlich eine Immersion und so. Auf jeden Fall freuen sie sich, dass ich das Spiel gekauft habe und genau, dass es diesen kostenlosen DLC gibt. Ja, gut. Den haben wir ja schon. Das ist da immer noch das Briefsymbol? Nee. Eigentlich sollte da jetzt nichts mehr sein, ungelesen. Und was haben wir hier? Alte Handschuhe. Yeah. Und Steine. Steine sammeln bringt Erfahrung. Okay, also wahrscheinlich nur einmal. Gut, gehen wir erstmal zu Presley. Und ich glaube, die Handschuhe brauchen wir jetzt gerade erstmal nicht ausrüsten. Apartments. Porsche. Commerce Guild. Ich glaube, da müssen wir hin. Nice to see you. How are you settling in? Genau, solche. Boxing Yolum. Ja, wir haben nicht gut geschlafen. Geht so. Good, good. Was? Okay. Let me introduce you to the Commerce Guild. We're the organization that orchestrates trade across the entire Free Cities region. This is the Porsche branch. We're pretty busy throughout the year. Now then, let me give you your builder test. This is pretty easy. Make an axe and pickaxe and bring them to me. You need to have wood and stones to make these. You can gather them on your own or buy them from the Total Tools in Central Square. After you have the raw materials, you need to craft the items on a work table. I saw your pa's old one in your yard, so check and see if that still works. Ja, okay. Dann sammeln wir mal. Hier ist noch ein Buch, ein Ratgeber. Was tut die Handelsgilde? Die Handelsgilde ist die Organisation, die den Handel in der gesamten Region der freien Städte organisiert. Die Gilde arbeitet eng mit der Regierung, der Kirche des Lichts, der Ziviltruppe und dem Forschungszentrum zusammen, um Telesia die Verbesserung der Gesellschaft zustande zu bringen. Die Gilde organisiert verschiedene Seminare und bietet einen effizienten Weg, um Angebot und Nachfrage zueinander zu bringen. Wer sind Handwerker? Handwerker sind Leute, die die meisten Alltagsgegenstände für die freien Städte herstellen. Diese Leute sind meist Abenteurer, Kunsthandwerker, Ingenieure und Geschäftsmänner, alles in einem. Sie sind ein sehr wichtiger Stützpfeiler der Gesellschaft und werden überall respektiert. Wie halte ich Aufträge von der Handelsgilde? Aufträge werden am Auftragsbrett ausgehängt, sie werden täglich erneuert, ein Handwerker kann nur einen Auftrag auf einmal wählen, entscheide dich also weise, das Auftragsbrett ist am Wochenende geschlossen. Okay, ich glaube, den mehr machen wir hier gar nicht, das interessiert uns noch nicht. Sondern wir müssen erstmal sammeln. Wir brauchen noch Holz. Steine haben wir schon. Und
Holz gibt's dann ja sicherlich auch da vorne nochmal. Wir müssen die Natur respektieren. Oh, hi there. Are you new here? I'm Nora. I'm a missionary at the Church of the Light. Nice to meet you. Okay, das ist also die Kirche des Lichts, die wir eben ja schon mal kurz gehört haben oder wurden erwähnt. People want the guidance of the church when it comes to technologies from the corrupted world. After all, these technologies were what led to the destruction of the human race. We need to be extra careful of what we dig up now. Okay. Gut, also wir können uns immer mit denen unterhalten. Hallo Sheena. Ja, ein bisschen zu spät bist du. Genau, also wir können uns hier mit den Leuten unterhalten. Wir können Geschenke machen, womit wir dann unsere Beziehung zu den Leuten verbessern. Jeder mag immer noch ein bisschen andere Dinge. Und es sind auch Romanzen möglich. Man kann Schere, Stein, Papier spielen oder man kann gehen. Wir wollen ja Holz sammeln. Und hier ist Holz. Yeah, zwei Holz. Sehr schön. Dann Stein. Ich weiß gar nicht, wie viel Holz wir brauchen, aber wir brauchen bestimmt mehr als zwei. Kann jetzt gegentreten, aber ich glaube, das bringt uns nichts. Manchmal fallen Sachen runter, aber Holz glaube ich nicht. Da gibt es noch nichts. Doch hier. Ach doch, es ist Holz runtergefallen. Ist das ja cool. Perfekt. Und ordentlich Erfahrungspunkte. Weiß gar nicht, was unten die SP sind. HP. Ist klar. Hallo, Ossel. Ja, dann gucken wir doch mal, ob wir jetzt mit 7 Holz und 10 Steinen genug haben. So, wir brauchen eine einfache Axt. Bestätigen. Zack. Und was sollten wir noch machen? Eine Spitzhacke. Eine Spitzhacke. Das geht aber nicht, weil zu wenig Stein und zu wenig Holz. Okay. Und eine Gummifrucht haben wir. Dann gucken wir nochmal. Aber wir haben jetzt eine Axt. Das heißt, wir können jetzt hier, haha, den ersten Baum fällen. Zack. Und das Holz sammeln wir sogar automatisch auf. Baumharz gibt's auch. Und es glockt. Es ist, ja, 12. Viertel nach 12. Okay, Holz haben wir. Dann brauchen wir jetzt noch Steine. Bei euch sind das 24 Grad, also Wahnsinn. Das ist ganz schön warm. Bei uns war es heute sehr, sehr regnerisch. So zwischendurch. Emily, hallo. Hey there, I'm Emily, your next door neighbor. It's so nice to have new people move into our town. You should drop by my ranch sometime. Okay, können wir machen. Ach, trainieren können wir auch. Snow finally melted. Our home-raised chickens are very excited. Sometimes too excited and get lost on their way home. Oh je. Kann man sich, erzählt sie auch verschiedene Sachen eigentlich? Snow finally melted. Nee, immer das gleiche? Okay. Alles klar. Gut, schauen wir später natürlich nochmal vorbei. Aber erst brauchen wir Steine. Scheint da oben irgendwo zu wohnen. Wir gehen dann einfach mal hier unten lang. Was haben wir hier? Kräuter. Okay, aber die kann ich nicht... Oh, doch, kann ich aufnehmen. Okay. Was auch immer wir damit dann später machen. Ich glaube, 8 Steine brauchten wir. Vielleicht hier unten irgendwie am Wasser. Sieht gerade nicht so danach aus. Steine, Steine. Wer hat Steine? Drüben sind Krabben. Auch nett. Und Toadie steht hier rum. Hey, I'm Toadie. You're the new builder, right? It's always nice to have more builders. Hab heute einen guten Fang eingeholt. Ich empfehle die bunten Garnelen. Frisch und lecker. Okay, also alles ist nicht vertont. Aber zumindest ein bisschen was. Da vorne fährt ein Bus. Und hier haben wir Kiva. Hey there, I'm Chiwa, the smallest of the Hulu brothers.
There are seven of us, so it'll probably take you a while to get used to it. Oh, hä? Ja, es wird, glaube ich, nicht einfach, die auseinanderzuhalten. There are plenty of rules for fishing. Each type of fish will swim in its own preferred area. And you'll need different bait to attract them. Things like that. Oh, and of course, the fishing rod is also very important. Any rod can hook a fish, but only a good rod can bring it in. Oha. Natürlich darf auch Angeln nicht fehlen. Wir brauchen aber Steine. Hier liegen keine Steine rum. Vielleicht ja hier irgendwo auf der Wiese. Wen haben wir hier? Oaks. Hiyo. You must be the person the mayor was talking about. I'm kind of simple, but I hope we can be friends. Da schauen wir mal. You should try the apples growing around Porsche sometimes. They are so delicious. I feel like only Toby can see the truth. So, so. Okay, also Äpfel sollen wir mal testen. Und hier haben wir bunte Lamas. Flauschig, bunt und niedlich. Und Marienkäfer. Herr Marienkäfer. Oh Mann. Okay, aber kein Stein. Kein Stein. Ein einziger Stein fehlt noch. Ja, kommt später. In der Bar später werden sie wahrscheinlich auch unsere Opfer werden. Schnüff. Aber jetzt noch nicht. Jetzt können wir sie noch am Leben lassen. So, und ich suche die ganze Zeit Stein. Und wo liegt er? Direkt neben dem Haus. War wieder klar. War ja wieder klar. Na gut, dann können wir jetzt endlich die Spitzhacke anfertigen. Zack. So. Sehr schön. Damit haben wir die erste Handwerkerprüfung wahrscheinlich geschafft. Aber wieso hat er hier eigentlich immer noch das mit dem Brief? Hab ich doch gelesen. Halten? Ach so. Okay, Strohhut. Hm, okay. Habe ich das jetzt im Inventar? Ja. Klicken, um Skillpunkte hinzuzufügen, haben wir noch nicht. Die verschiedenen Skills haben verschiedene Obergrenzen. Nach dem Hinzufügen von 5 Punkten kannst du das nächste Level freischalten. Der letzte Skill mit fantastischem Effekt. Gut, das kommt später. Inventar. Achso, kann ich hier ausrüsten? Oh, maximale Gesundheitspunkte plus 90. Verteidigung plus 20, Ausdauer plus 15, Aktionspunkte plus 1. Ja, nehmen wir doch gerne. Ah, okay, haben wir so eine schöne Taucherbrille. Und dann haben wir hier eine Badehose. Das nehmen wir dann natürlich gerne mit. Und eine Sonnenbrille, die uns Verteidigung bringt. Natürlich. Oh yeah. Hm. Ich weiß ja nicht. Miep, 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 miep. Danke für den Hausbelly. Aber wieso macht er so oft miep, miep, miep? Eigentlich sollte er nur einmal miep, miep. Naja. Okay, das sieht schon ein bisschen strange aus hier. Okay. Aber es bringt uns viele tolle Sachen. Oh Mann. Es wirkt halt nicht mehr so seriös. Oh, wir können über das Wasser gehen. Mein Gott. Wir können über das Wasser gehen. Was zur Hölle? Magic. So. Antoine. Da. Da müssen wir hin. Da ist Presley. Hallo Presley, ist es ganz schön warm hier. Ah, excellent quality. Nicely done. You can keep them. I just wanted to see what you can do. Now for the second test. You are to build a stone furnace. This one's a bit tougher. You need to use the assembly station in your yard to complete this task. Okay, das kriegen wir hin. Hmm. If I remember correctly, your pa kept a very detailed account of the things he made. You might want to flip through his workshop handbook and see if you can find a diagram for the stone furnace. Once you have a diagram, just use it on the assembly station in your yard to start construction. Okay.